Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von German Junior TV. Wir sind wieder bei einer neuen Folge von Behind the Scenes. Und diesmal haben wir hier an einer ganz wichtigen Schlüsselstelle mal nachgefragt, nämlich an der Schlüsselstelle der Ballorganisation. Und da habe ich mir einfach mal den Helmut geschnappt und habe gesagt, du Helmut, du kannst mir doch mal bestimmt ein paar Fragen beantworten, was du hier so für eine Aufgabe hast. Helmut. In zwei, drei Sätzen, was habt ihr drei oder manchmal auch vier hier zu tun? Na, wir stellen die Bälle bereit. Die Bälle sind ja die Hauptgegenstände, die fliegen ja durch die Luft. Und da gehen schon mal bei scharfen Spielen mehrere Rollen, ein Dutzend, kaputt. Und die müssen wir eben bereitstellen, erstmal zu Beginn des Spiels. Und nach, wenn die Rollen wieder mal zurückkommen, die Bälle, dann gucken wir uns die an, ob wir eventuell noch ein paar Bälle brauchen können für unseren Kindersport. Denn man muss sich ja vorstellen, ein Ball kostet einen Euro rund, kann man sagen. Und da muss man noch ein bisschen sparsam mit umgehen. Denn nicht, dass sie irgendwo in irgendwelche Kanäle verschwinden und andererseits auch wieder brauchen für unseren Kinder- und Jugendsport. Denn wir wollen ja auch mal unsere Sportlerinnen und Sportler hier im Feld sehen, wie heute den Brein. Also ich merke schon an deinen Äußerungen, ihr bringt da also wirklich Herzblut und Passion mit rein. Wie kann man denn so einen Badmintonball, der ja aus Gänsefedern besteht, noch haltbarer machen? Geht da eine spezielle Fege einher oder wie macht ihr das? Naja, man kann noch ein bisschen zupfen und hier noch ein bisschen streicheln, wie unser Hans immer sagt. Normalerweise mit Wasser ein bisschen anfeuchten wieder, weil die Luft ist trocken. Wir sind heute unsere Klimawarte hier in der Halle. Wir messen stündlich die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Und wenn es zu trocken ist, dann müssen wir eventuell noch den Ball wechseln. Es gibt da verschiedene Geschwindigkeiten der Bälle und wird dann entschieden vom obersten Schiedsgericht hier. Und dann gucken wir uns die Bälle an und dann sondern wir eventuell noch brauchbare Bälle aus. Zum anderen, wenn wir haben wir auch noch neben den Ballausgaben noch zu tun, hier ein bisschen kleine Reparaturen, falls mal irgendwo eine Linie kaputt geht oder eine Klebung wieder löst sich, um dem doch hier zu gewährleisten, dass die Spieler nicht verletzen. Da gehen wir mal kurz ran oder reinigen mal kurz, wenn die Bälle die zerflettern und dann liegt der ganze Schmutz dann rum. Und zum Schluss, dann saugen wir auf. Das Ergebnis des Tages. Also kann man schon sagen, ihr seid hier eigentlich eine der wichtigsten Institutionen, was das Ballmaterial angeht und auch für den reibungslosen Ablauf, der hier auf dem Turnier stattfindet. Kann man so sagen, ohne natürlich die Schiedsgerichte und die anderen da nicht in einen Misskredit zu bringen. Und zum anderen ist unsere Position so schön. Wir sitzen hier mittendrin in der Halle, wir können jedes Spiel sehen, während die anderen draußen in der Küche, die können nicht so. Oder wer Fahrer ist, der muss mal auch durch die Stadt fahren. Habt ihr vielleicht eine kleine Übersicht, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt überrasche damit mit der Frage, habt ihr eine kleine Übersicht, wie viele Bälle gehen denn so an einem normalen Tag hier über die Bühne? Also über die Theke, kann man fast sagen. Über die Theke, ja, wir hatten ja vorher ja mal gemacht, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir haben ja dieses Jahr nur weniger Spieler, also wir müssen mal, sagen wir mal, alles durcheinander, also eine halbe Rolle, also 6 Bälle pro Spiel müssen wir schon rechnen, wenn nachher die richtigen Herrendoppel sind und dann, wenn es um die Wurst geht, dann kommen schon mal, wir haben 2, 3 Rollen schon im Spiel, ihr habt ein Dutzend, also alles in allem können wir erstmal mit, wenn kleine Mädchen ein bisschen zarter spielen, denn manchmal hatten wir schon mit 1, 2 Bällen bloß gehabt, aber nehmen wir mal 6, eine halbe Rolle pro Spiel. Also könnte man sagen, im Schnitt sind das so 6 Euro, die hier im Spiel mehr oder weniger verbraten werden. Natürlich nur für den Badminton-Sport. Das ist ja schon eine absolute Hausnummer. Helmut, vielen Dank an dich und an das Team, dass ihr hier uns so tatkräftig unterstützt, dass wir das Turnier auf die... Also wann hat man die Gelegenheit, hier solchen erstklassigen Sport zu sehen? International wünscht man sich eigentlich auch mehr volle Ränge. Müsste ja eigentlich für jeden ein Muss sein, der hier Badminton spielt. Also dass man sich hier sehen lässt. Die Versorgung ist einwandfrei, die Kameradschaft, die sportliche Zusammenarbeit und alles drumherum. Hier ist auch noch der Laden, der Racketsport ist da, also kann man auch noch seine persönliche Ausrüstung noch mal wieder erneuern und alles in allem stimmig. Da nimmt man auch gerne mal einen Tag Urlaub für. Gut, liebe Zuschauer von German Junior TV, ihr seht es. Das Badminton-Turnier hier im Sportforum Berlin ist nicht nur wirklich, die sind nicht nur die Spieler, sind nicht nur die Coaches, sondern das sind die ganz, ganz vielen Personen, die hier mit Herzblut und mit ganz viel Leidenschaft hinter den Tribünen arbeiten, hinter den Kulissen arbeiten und wirklich alles für den Badminton-Sport opfern.
Ein Team davon war dein Team, Helmut, mit Jutta und auch mit Uli. Und Hans ist ja auch manchmal noch dabei. Ich weiß, ihr gebt da wirklich alles hinein, was ihr habt. Und ja, vielen Dank dafür. Und wir wünschen euch noch ganz, ganz viel Erfolg. 3 Tage liegen ja noch vor uns. Also, viel Spaß noch. Und ihr macht's gut zu Hause. Ciao.